nervst mich. Ich werde dich jetzt gleich küssen. Lehrer Max, stell dir vor, ich habe den Weihnachtsmann nackt gesehen. Was? Puzzle, bist du dumm? Ja. Komm schon, versuch's doch. Berühr mich mit deinem Finger. Der Weihnachtsmann ist nicht mehr so jung. Er ist 1750 Jahre alt. Das glauben wir dir nicht. Gib denen die Briefe zurück, schnell. Oder es gibt eine Abreibung. Hört gut zu. Lehrer Max will... Psst, Mandy, ich kann das auch selbst ankündigen. Kein Problem, Lehrer Max. Ich wollte nur... Mandy, ich werde es selbst erkünden. Ich hab's gesagt. Also Leute, ich habe tolle Neuigkeiten für euch. Puzzle, weißt du, warum Lehrer Max ein Rentiergeweih trägt? Weil Lehrer Max ein Rentier ist. Es stehen nämlich Weihnachten und Silvester vor der Tür. Hurra, ich mag Weihnachten. Ich auch, meine Süße. Und hast du schon ein Geschenk für mich? Also noch nicht, aber ich werde es noch besorgen. Ich hasse die Feiertage. Und weiß jemand, was ich in meinen Händen halte? Mandy, dein Einsatz. Wir sind nicht doof, du hältst eine kleine Schachtel in deinen Händen da. Verlierer, wie schlau du bist. Das ist ein Briefkasten für Briefe an den Weihnachtsmann, Depp. Steph, glaubst du an den Weihnachtsmann? Klar, wie kann jemand nicht an den Weihnachtsmann glauben? Ich glaube auch an ihn. Ich habe ihn sogar einmal gesehen. Also gut, jeder muss einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben und ihn um ein Weihnachtsgeschenk bitten und den Brief hier reinwerfen. Aber vergesst nicht, dass nicht jeder ein Geschenk bekommt, sondern nur die, die sich das ganze Jahr über gut benommen haben. Das bin ich! Ich habe mich das ganze Jahr über gut benommen. Dylan hat Glück, der Weihnachtsmann wird ihm ein Geschenk bringen. Eigentlich bringt er mir auch eins. Du hast auch Glück. Also wir werden auf jeden Fall keine Briefe schreiben. Basketballspieler, warum das denn? Weil der Weihnachtsmann eine erfundene Figur für kleine Kinder ist. Und wir sind keine Kinder, die daran glauben. Dance, bist du blöd? Nein, du bist blöd. Bist du verrückt? Wovon sprichst du? Wie kannst du nicht an den Weihnachtsmann glauben? Benz, was ist mit dir? Glaubst du auch nicht an den Weihnachtsmann? Nein, coole Typen sollten nicht an diesen alten Mann glauben. Wow, unsere Jungs haben mich überrascht. Wie kann man nicht an den Weihnachtsmann glauben? Er existiert doch. Das ist ihr Problem. Sie glauben nicht an den Weihnachtsmann. Sie werden die Geschenke verpassen. Wie auch immer, schreibt eure Briefe und der Weihnachtsmann wird eure Wünsche bestimmt erfüllen. Und die, die nicht daran glauben, sollen eben nicht schreiben. Max, habe ich was verpasst? Stell dir vor, Max, eine schwarze Katze kreuzte meinen Weg. Ich stand da und wartete, bis sie zurückkam. Voll cool. Chuck, im Ernst, glaubst du an diesen Blödsinn? Natürlich nicht. Das ist doch alles nur Unsinn. Glaubst du an den Weihnachtsmann? Den Weihnachtsmann? Natürlich glaube ich an ihn. Ich weiß sogar schon, was ich mir im neuen Jahr wünschen werde. Seht ihr, sogar Chuck glaubt an den Weihnachtsmann. Schreibt die Briefe in großer Schrift. Der Weihnachtsmann ist alt und kann schlecht sehen. Mandy, stell dir vor, die Katze war so groß. Chuck, deine Katze ist mir egal. Los geht's. Lieber Weihnachtsmann, ich hoffe, du bringst mir dieses Jahr viele Geschenke, denn ich habe mich sehr gut benommen. Sogar am besten. Dein Officer... Zack. Ho, 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 Officer Chuck. Du bist dieses Jahr so sehr gewachsen. Weihnachtsmann, bist du das? Ich habe auf dich gewartet. Ich habe dir sogar einen Brief geschrieben. Warst du dieses Jahr auch brav, Chuck? Ja, sehr sogar. Noch mehr als Lehrer Max. Geh am besten gar nicht zu ihm, okay? Wirklich? Wenn du dich gut benommen hast, welches Geschenk möchtest du dann von mir bekommen? Also ich will einen Partner. Nein, 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 eine Partnerin. Dann können wir zusammen zum Weihnachtsball gehen. Max wird sich so einsam fühlen. Lass mich jetzt dein Geschenk suchen. Okay, da ist ein Snowboard und ein Massagesessel. Da ist Bubbles Unterwäsche. Oh, und da habe ich das Geschenk. Hier für dich. Hier. Ich verstehe das nicht. Weihnachtsmann, hast du mich angelogen? Ja, weil du den Weihnachtsmann betrogen hast. Du benimmst dich sehr schlecht. Und ich bin gar nicht der Weihnachtsmann. Ich bin Lehrer Max. Max? Warum? Ich habe wirklich geglaubt, dass du der Weihnachtsmann bist. Das soll dir eine Lehre sein. Wenn ich das nächste Mal herausfinde, dass du bei der Arbeit schläfst, werde ich dem Weihnachtsmann schreiben, dass er dir keine Geschenke mehr bringt, okay? Verstanden? Und das ist für dich, Max. Ich bin...
bin so genervt, wenn irgendwelche Leute lachen. Nun, wirst du einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben? Ich hab's. Wenn du einen Brief an den Weihnachtsmann schreibst, ist es das Wichtigste, dass du deinen Wunsch richtig schreibst. Letztes Jahr habe ich ihn um einen Hund gebeten. Er brachte einen, aber es war nur ein Plüschhund. Ich wollte einen echten. Lustige Geschichte. Ich schreibe nie an den Weihnachtsmann. Ich schreibe an den Krampus. Krampus? Wer ist das? Das ist ein bösartiger Weihnachtsgeist. Er kommt, um Geschenke und manchmal sogar die Seelen der Menschen wegzunehmen. Verdammt, ich habe Angst. Ich hoffe, dieser Krampus kommt nicht zu mir. Moon, hast du dir nicht auch schon einmal gewünscht, ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum zu finden? Das ist so herrlich. Nein, ich mag keine Feiertage und Geschenke. Es ist sinnlose Zeitverschwendung. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Hallo, lieber Weihnachtsmann. Mein Name ist Laura, ein kleines Mädchen. Verdammt, Mädchen, mein Stift will nicht schreiben. Hat jemand einen Ersatzstift? Oh, ich habe nur einen. Ich auch. Lieber Weihnachtsmann, dieses Jahr möchte ich, dass du mir, Was für eine beste Freundin. Ich werde versuchen, die Verlierer zu fragen. Dieses Jahr habe ich mich sehr gut benommen, deshalb werde ich dich um 2 Geschenke bitten. Hi Leute, schreibt ihr einen Brief an den Weihnachtsmann? Das ist cool. Hallo Laura. Könnt ihr mir einen Stift leihen? Meiner schreibt überhaupt nicht. Natürlich! Verlierer, ihr seid so nett. Ich schreibe schnell dem Weihnachtsmann und bringe ihn zurück. Nicht nötig. Laura starrte mich an, als würde sie mich mögen oder so. Oh, der Brief ist fertig. Ich hoffe, der Weihnachtsmann schenkt mir Thors Hammer. Weiß jemand, ob der Weihnachtsmann 2 Wünsche auf einmal erfüllt oder nur einen? Wahrscheinlich nur einen, nicht 2. Ich würde gern mit Laura auf die Silvesterparty gehen. Das Wichtigste ist, dass es viel Schnee gibt. Wenn es keinen gibt, können die Rentiere den Schlitten mit den Geschenken nicht ziehen. Leute, ich kann euch sagen, dass ich den Weihnachtsmann ohne Kleidung und ohne Bart gesehen habe. Er sieht anders aus, als man denkt. Puzzle, wovon redest du? Das glauben wir dir nicht. Okay, ohne Bart war gelogen, aber ich habe ihn definitiv ohne Kleidung gesehen, okay? In der Turnhalle, in der Umkleidekabine. Hey Camille, hast du schon einen Brief an den Weihnachtsmann geschrieben? Hallo, nein, noch nicht. Ich hab's aber vor. Mandy, hallo. Hör zu, ich habe den Weihnachtsmann ohne Kleidung gesehen. Puzzle, bist du dumm? Camille, was wirst du an Weihnachten machen? Mandy, ich habe meinen Brief schon geschrieben. Oh Mandy, ich habe meinen auch schon geschrieben. Das ist mein Brief mit allen meinen Wünschen. Dein Brief ist mir egal, Puzzle. Und deiner auch nice. Okay, Jungs, kommt, gehen wir. Warte. Camille, weißt du, was ich mir vom Weihnachtsmann gewünscht habe? Was hast du dir vom Weihnachtsmann gewünscht? Ich wusste, dass es dich interessiert. Diese beiden Leute verwirren mich nur. Ich wünschte, sie würden sich umdrehen und die Ohren zuhalten. Ich habe den Weihnachtsmann gebeten, dass wir nächstes Jahr ein Paar werden. Ich hoffe, der Weihnachtsmann wird dir diesen Wunsch nicht erfüllen. Sag ihm, er sollte einen anderen Freund suchen. Camille, du nervst mich. Ich werde dich jetzt gleich küssen. Jungs, helft mir! Es macht keinen Sinn, sie hören dich nicht. Also Leute, habt ihr eure Briefe schon geschrieben? Ich noch nicht, ich werde einen schreiben. Ich auch nicht, ich habe noch keinen geschrieben. Lehrer Max, ich habe einen geschrieben. Puzzle, bist du verrückt? Der Weihnachtsmann ist kein Flaschengeist. Du darfst nur um eine Sache bitten. Camille, heute ist der letzte Tag. Wenn du es nicht schaffst, einen zu schreiben, wird der Weihnachtsmann nicht zu dir kommen. Okay, Lehrer Max. Lehrer Max, stell dir vor, ich habe den Weihnachtsmann nackt gesehen. Was? In der Umkleide, in der Turnhalle. Puzzle, bist du verrückt? Wovon sprichst du? Mann, warum glaubt mir niemand? Puzzle, hör auf, solche Geschichten zu erzählen. Weißt du zufällig, mit welcher Geschwindigkeit sich der Weihnachtsmann bewegt? Goofy, woher soll ich das wissen? Frag nach etwas anderem. Nicht so wütend, Ponka, es war doch nur eine Frage. Hopp, ich bin Erster. Also, Bubble, sehe ich aus wie Lehrer Max? Dylan, du wirst nie wie Lehrer Max werden, denn du bist ein dummes Rentier. Wenn du mich das noch einmal nennst, Mann, dann gibt's eine Abreibung, verstehst du? Ich gebe dir gleich eine Abreibung, ja? Rentier, du.
Komm schon, versuch's doch. Berühr mich mit deinem Finger. Komm schon. Hey, Leute. Schaut mal. Ich habe Schneeflocken und Thors Hammer auf meinen Brief gemalt, damit er nicht verwirrt wird. Was, wenn es in einem Paralleluniversum noch einen Goofy gibt, genau wie mich? Beruhig dich, Goofy. Es gibt keine Rentiere wie dich, Mann. Bubble, warum beleidigst du mich? Willst du eine Abreibung spüren? Wenn du mich auch nur anrührst, sage ich das Lehrer Max, okay, Mann? Also, Jungs, keine Widerrede. Wo bleibt eure Weihnachtsstimmung, hä? Also, habt ihr schon die Neuigkeiten über den Weihnachtsmann gehört? Nein. Wovon sprichst du, Alter? Sag nicht, dass der Weihnachtsmann und die Rentiere einen Unfall hatten. Seid ihr dumm oder was? Jeder weiß es bereits, aber ihr nicht. Dummies. Im Fernsehen haben sie gesagt, dass er sich das Bein gebrochen hat und dieses Jahr nicht kommen wird. Ihr braucht also keine Briefe zu schreiben. Er wird euch sowieso nichts bringen, versteht ihr? Das ist eine Lüge. Wir glauben dir nicht. Ja, der Weihnachtsmann hat sich vielleicht das Bein gebrochen, aber er lässt niemanden ohne Geschenke zurück, verstehst du? Der Weihnachtsmann ist nicht mehr so jung, er ist 1750 Jahre alt. Wie soll er uns mit einem gebrochenen Bein Geschenke bringen, Mann? Denk doch mal nach. Mann, warum hat er sich das Bein gebrochen? Ich will nicht ohne Geschenk diesmal dastehen. Bubble, es stimmt nicht. Okay, Leute. Da es fast Neujahr ist und wir richtig gut gelaunt sind, können wir euch vielleicht helfen, ja? Ja, wir sind sehr freundlich. Wie wollt ihr uns helfen? Ganz einfach. Doug hat eine Freundin und die wohnt in Lappland. Und er wird sie am Wochenende besuchen. Er kann eure Briefe dem Weihnachtsmann persönlich überbringen. Ja, der Weihnachtsmann wohnt nämlich auch in Lappland. Nicht weit von der Wohnung meiner Freundin entfernt. Da habt ihr euch wirklich eine clevere Geschichte ausgedacht. Babel, sollen wir ihnen die Briefe geben? Ich will nicht ohne Geschenke dastehen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Wir müssen sie ihnen geben. Okay, wir sind einverstanden. Na, das ist ja toll. Jetzt lasst uns erstmal sehen, was ihr geschrieben habt. Hey, mach das nicht! Lieber Weihnachtsmann, es tut mir leid, dass ich Bubbles Radiergummi gestohlen habe. In diesem Jahr möchte ich Thors Hammer als Geschenk erhalten. Mann, Alter, ihr seid so dumm. Warum habt ihr denen die Briefe weggenommen? Wir haben ihnen nichts weggenommen. Sie haben die uns freiwillig gegeben. Ihr habt uns reingelegt. Ihr habt gesagt, ihr würdet unsere Briefe dem Weihnachtsmann in Lappland geben. Das war einfach so eine gute Nummer. Das war wirklich eine tolle Idee. Puzzle, das ist nicht lustig. Gebt ihnen die Briefe zurück. Bist du jetzt auch auf der Seite von denen? Ja, Mann, kümmere dich um deinen eigenen Kram, verstehst du? Camille, vielleicht sollten wir einfach gehen? Gib denen die Briefe zurück, schnell! Oder es gibt eine Abreibung! Okay, wir geben die Briefe zurück, denn wir sind heute in Feierlaune, verstehst du? Sonst hätte es eine Abreibung gegeben! Ja, wir sind heute nett, verstehst du? Klar? Frohe Weihnachten, Dummköpfe! Gemacht, bist du glücklich? Du bist ein guter Junge. Jungs, der Weihnachtsmann wird euch nicht vergessen. Frohe Weihnachten. Danke, wir wissen das wirklich zu schätzen. Komm schon, hör auf damit, Bubble. Wir haben sie nicht darum gebeten, uns zu helfen. Leute, habt ihr euch dieses Jahr gut benommen? Schreibt in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Drückt die Glocke und wartet auf unsere neuen Folgen. Und dann auf Wiedersehen. Calling. Check my list twice. Most of y'all done. Sleigh bells ringing.